Viewer discretion is advised. Du steckst das Auto ein. Ich überprüfe das gleich mal. Bitte einen Blade-Check für 25IET158. Ich will eigentlich kein Blaulicht an. Okay. Dann haben wir doch was. Dann werden wir den doch gleich mal zum Anhalten bringen. So. Ja, ist klar. Panikbutton, Panikbutton. Panikbutton. Eieiei. Wir haben den nur angehalten und die schießen auf uns. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSPD. Wir haben einen neuen Streifenwagen bekommen. Attention all units. Units reporting a homicide on Vespucci Boulevard. So sieht das gute Stück aus. Nämlich den VW Tiguan. Mit dem fahren wir heute auf Streife. Nur das Blaulicht bin ich nicht ganz zufrieden. Scheinbar liegt da wieder irgendwas bei den ELS vor, bei der ELS-Datei. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, das wird für diese Folge ausreichen. Alles andere funktioniert einwandfrei. Und ab der nächsten Folge werden wir wieder mit dem VW Passat T8 war es, glaube ich. Ja, wieder unterwegs sein. So, wir sind ja nach einem verregneten Anfang bei einem sonnigen Los Santos jetzt. Sind auf Code 4 Dispatch, einsatzbereit und auf Streife. VW Tiguan auch wieder von den Leuten von Top Mods. Natürlich wieder eine super Arbeit gemacht. Das sieht richtig schnick aus. Aber der VW Passat gefällt mir ehrlich gesagt besser. Aber das ist ja alles Geschmackssache. So, im Moment ist alles ruhig in Los Santos. Sag ich schon und dann kommt Stolen Money Drug. Ich war blöd. Wo denn? Das ist ja wieder die Verarsche. Dum, 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 dum. Okay. Ja, Einsatz scheint beendet zu sein. Da ignorieren wir das. Mann, 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 Dispatch. Was? Okay, es wurde ein eingesperrtes Tier gemeldet. Vorsicht. Ja, ja, wir sind mit Code 2 unterwegs, Dispatch. Auf dem Weg. Noch 200 Meter, dann sind wir da. So, wo denn? Bestimmt hier auf dem Parkplatz. Ja. Best T2 Unlock, na klar, sehr gerne. Hier in einem Hammerverschnitt wahrscheinlich. Schauen wir uns das mal an. Ja, da ist der kleine Wuff-Wuff. So, drücken wir T. Dann lassen wir den Kleinen mal frei. Nicht, dass dem was passiert. So, Auto ist offen, stellen wir sicher. Ich bräuchte einmal einen Toadwalk bitte an meine Stelle zur Sicherstellung. Und ja, komm, wir geben dir einen Strafzettel. Ticket, ja. $50 sollten reichen. Punkte gibt es 2. So, haben wir noch ein Ticket auf. So geht das natürlich nicht. Tierquälerei. Und wird denn dem gehört das Auto? Der steckt in das Auto ein. Wenn es jetzt nicht der Abschleppwagen schafft, rechtzeitig wegzufahren. Jawohl, der rennt einfach hinterher. Egal, wir sind Code 4, Dispatch. Und LSPDFR kackt gleich mal zu Beginn ab. Wie schön das doch ist. Herrlich. Gut, wir machen hier einen kurzen Break. Und sind gleich wieder da.
So, da sind wir wieder zurück. LSPD-Wehr läuft wieder. Das ist schon das gleich zu Beginn von der neuen LSPD-Wehr-Folge. LSPD-Wehr abkackt, aber egal. Wir sind wieder auf Streife Code 4 Dispatch. Warten auf den nächsten Einsatz, sind wir auf der Grove Street. Nein, wir werden keine Personenkontrolle machen. Wobei, man könnte ja mal... Wir haben ja ein neues Walkie-Talkie und den Panic-Button. Kidnapping. Zu weit weg. So, du steckst in das Auto ein. Ich überprüfe das gleich mal. Bitte einen Blade-Check für 25IET158. Ich mache eigentlich kein Blaulicht an. Okay, dann haben wir doch was. Dann werden wir den doch gleich mal zum Anhalten bringen. So. Ja, ist klar. Panik-Button. Eieiei. Wir haben den nur angehalten und die schießen auf uns. Boah, da kommt die Verstärkung oder was? Ja, die schießen immer noch auf uns. Mann. Ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen. Da kommt die Verstärkung endlich. So. Okay, Kumpel, in Deckung, da kommen Leute. Schieß doch mal. Wilde Schießer einer Gang Street, Grove Street. Und das sollte nur eine Verkehrskontrolle werden. Ich war blöde. Du brauchst dich hier nicht verstecken. Zack. Da hinten kommen noch mehr Kollegen. Jetzt sind sie eigentlich. Okay, das war's. So wie es aussieht. Eieiei, hier gibt's viel zu tun. Dispatch, bräuchte einmal Corona, bitte an meine Stelle. Wieso ist bei denen die Leuchten so hell und bei uns nicht? Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Okay, wird immer noch geschossen. Die Kollegen, denke ich mal, werden das auch im Griff haben. So, runter, raus hier. So, Dispatch, bräuchte bitte einmal einen Totwag. Hierfür. Du wartest jetzt. Tja, das haben sie nicht überlebt. Ich glaube, von unseren Kollegen ist keiner drauf gegangen. Hier liegt doch Geld. Das müssen wir natürlich sicherstellen. Schwarzgeld. Kollege, weg damit. So, was haben wir hier noch? Laufen natürlich mit Waffe rum. Fighting Progress ist, ignorieren wir. Aufgrund dieser Riesenschießerei hier auf der Grove Street. Die Pikante. Und es wollte nur eine Verkehrskontrolle werden. Eieiei. So, Rettungsdienst trifft ein, warum auch immer. Ich glaube, die brauchst du nicht mehr retten. So. Corona ist auch eingetroffen. Abschleppwagen. Ja, das Auto ist weg zumindest. So, dann würde ich sagen, ja. Ist die Straße denn auch wieder sauber aus? Sehr schön. Dispatch in Code 4, Grove Street ist gesäubert. Was für eine wilde Schießerei. Eieieiei. So, wir haben irgendwas angenommen. Sehr schön. Und keiner sagt uns was. Ja, genau. Gegen Mitglied umfahren. Das ist clever. So umgeht man der Schießerei. So, mal ganz schnell hier hingedüst. Ich weiß, ich wusste gar nicht, dass wir einen Einsatz haben. Eieieiei. Und du am Shotsfire. Fahren wir hier hin. Ich weiß nicht, was hier ist. Ach. Was ist doch das mit dem Hund? So. Dispatch, you can clear my last call. Over. Dann mach das mal. Dann wird immer noch angezeigt. Ich werde blöd. Stolen Tango. Alright, dann fahren wir mal hier rüber. Weg mit dem Schild. So, Dispatch sind vor Ort. Da steht der LKW. Stellt uns in den Weg. Ja, und der rammt uns. So, brauche ich bitte ein Unterstützungseinheiten. So, automatische Straßensperre. Okay, hat sich erledigt. Brauchen wir gar nicht. Zack. Erstmal einen schönen Bodycheck verpasst. Nein. Die Waffe. Was ist denn hier? Hände hoch, come on, Hände hoch.
Und es fängt wieder eine Schießerei an. Tag der Schießereien hier. So überlebst du nicht. So. Sie sind festgenommen wegen Diebstahls. Wir legen sie wieder in eine Schießerei verwickelt. Dispatch bräuchte bitte einen Transport an meine Stelle. Für den Herrn lieben netten Mario und First Response ist mal wieder am Abkacken. Ich. Warum? Kann doch nicht sein. Und wir hängen fest. Okay, wir machen kurz einen Break hier und sehen uns gleich wieder. So, nochmal auf den Boden bitte, runter. Ich muss ihn nochmal festnehmen. Ja, da sind wir wieder zurück. Schießerei ist beendet hier. Und ich glaube, wir haben die Sirene angelassen. So, Dispatch, brauche ich bitte nochmal einen Transport an meine Stelle. Ansonsten hätte ich auch gerne einen Paycheck. Okay, er wird sogar gesucht. Von der Polizei. Eieieiei. So, da kommt dein Taxi. Ja, LS funktioniert irgendwie nicht. Müssen wir uns nochmal genauer angucken. Man sieht es am BMW. Das war vorher nicht so. Okay, Dispatch, wir sind Code 4 und bereit für den nächsten Einsatz. Polizeistation wird angegriffen. Nicht angenommen, schade. Trevor Phillips. Dann nehmen wir Trevor Phillips. Hier geht's hier los. Trevor Phillips ist wieder in the hood. In the town. Das hab ich nicht gesehen. Entschuldigung, mein Fehler. Hier geht's wieder heiß her. Eieieiei. Wo ist der denn schon wieder? Am Arsch der Welt oder was? So. Ja, ja. Shut up. Okay, das ist unten im Kanal, so wie es aussieht. Da unten fährt er, jawohl. Gucken wir mal, ob wir den Tiguan überhaupt fahren können. So, wir brauchen mal Unterstützung. Schießerei. Ja. Unser Einsatz hat sich hiermit beendet. Bräuchte nochmal bitte Unterstützungseinheiten hierher. Trevor Phillips. Du Gemüsegurke. Jetzt haben wir hier kein. Gut, dann müssen wir kurz mogeln. Spawn. Police. Wo ist er? Drei. Da. So, jetzt haben wir unseren Streifenwagen wieder. Komm, Angelegger. Ne. Rein ins Auto. So. Okay, der scheint einen riesen Vorsprung zu haben, aber die Kollegen sind dran. Oder die haben sie sogar schon. Wir düsen gleich mal hier rüber. Ich hoffe, wir bleiben nicht wieder stecken. Sehr schön. Okay, Phillips ist. Der versucht zu fliehen. Komm mal, Hendo, du gehörst dazu, mein Freund. Nicht schießen. Aua, das tut doch weh, Jungs. Ja, und Gangmitglieder, ist klar. Wilde Schießerei. Heute ist Tag der Schießereien. Ich war blöd. Das sind auch wieder Gangmember gewesen. Das ist ja. Ja, komm, nimm das. Heute ist ganz schlecht. Brauche ich mal eine Unterstützungseinheit? Du fotografierst ja gar nichts. Ja. Geklärt. Auch ein paar Einheiten hier. Danke, Kollege. Da kommt der Touran. Da können wir noch eine Runde mit dem Touran fahren. So, danke schön. Street Racing. So, dann schauen wir mal dem Straßenrennen. Die kommen auch noch direkt auf uns zu raus. Ist das herrlich. Da vorne fahren sie.
So. Straßensperre natürlich. Der ist doch nicht gepanzert. Komm mal rüber jetzt hier. Du hast keine Chance. Zack. Entschuldigung. Na komm mal, Hände hoch, raus da aus dem Auto. Ein Hammer. Runter, komm mal. Straßenrennen ist für dich hiermit beendet. So, sie sind festgenommen. Dispatch bräuchte bitte einen Transport an meine Stelle. Für April Greenhoff, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Am besten noch bitte ein Paycheck. Oh, Update zu Pursuit können wir auch machen. Okay, und Absagen können wir auch. Okay, jetzt brauche ich noch bitte einen Tow-Truck an meine Stelle. Komm hier nicht weg. Wo ist dein scheiß Taxi? Okay, machen wir eine Straßensperre, warum auch immer. Ach, weil da einer kommt. Wo denn? Das ist der LKW, der LKW. Willst du mich verarschen? Los hinterher. Nein. Rein jetzt. Dann, da. Hier geht's ab. Hier geht's ab. Nimm mit. Nimm mit. Okay, der steht hier. Der will abhauen. Zack. Dann haben wir gleich den nächsten. Hendo, come on. Eine Frau. Und die hat den LKW gesteuert. Ist klar. Runter. Runter auf den Boden. Ich liebe, ja. Ist mir scheißegal. Runter auf den Boden jetzt. Da haben wir immerhin zwei bekommen. So, sie sind auch voll festgenommen. Dispatch bräuchte auch hierfür noch einen Transport. Und SPD verkackt ab. Das ist. Oh, lief mal richtig gut. So eine schöne Sache. Leider, leider. Wieder einmal ab. Gebrochen die ganze Sache. Nun gut, wir sind aber erstmal am Ende mit LSPDFR. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und sie war echt unterhaltsam eigentlich. Wenn diese Abstürze nicht wären. Ich muss mal genauer schauen, wieso, weshalb, warum. Keine Ahnung. Wir sind aber erstmal am Ende mit dieser Folge. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Und hoffe, ihr seid dann natürlich wieder bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss. Bis dann.